Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, wir haben wieder 9 Uhr und ja, ich habe mir jetzt heute mal eine besondere Kulisse ausgesucht. Ich bin nämlich auf dem Weinberg von Mario, den kennt ihr ja vom Autocamp Paradiso. Da war ich vor 3 Jahren schon mal und habe mal gezeigt, wie das hier angefangen ist. Der hat den nämlich erst 3 oder 4 Jahre. Und ja, ich habe gesehen, wie toll das hier geworden ist, wie hoch die Pflanzen gewachsen sind. Gut, jetzt habe ich null Ahnung vom Weinbau. Ja, mich müsst ihr fragen, wenn ihr Batterieprobleme habt oder eine Solaranlage haben wollt. Aber von der Weinberg habe ich null Ahnung. Aber ich habe gehört, der Mario hat irgendeine Akademie besucht oder hat sich weitergebildet, hier Weinbau und so. Und das sieht schon ganz gut aus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Ich zeige euch jetzt den Weinberg nochmal. Das Chalet könnt ihr ja mieten. Da blende ich euch nochmal eine Telefonnummer auf, beziehungsweise ein. Und wie viele Trauben hier dranhängen und wie toll das hier alles ist, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Aber das Beste kommt jetzt zum Anfang. Und das zeige ich euch jetzt sofort. So, schaut mal, also diese Reben waren ja vor 3 Jahren höchstens so groß hier, ja, so, die hatte er ja gerade gepflanzt und jetzt sind ja schon jede Menge Trauben dran, die werden jetzt auch glaube ich schon geerntet demnächst, wie gesagt, ich habe null Ahnung. Was mich aber sehr fasziniert ist hier, ich schau mal, komm mal ein bisschen näher, dass hier wie ein Mixed-Grill, ne? Wenn ich mir eine Fleischplatte bestelle mit drauf, ja guck mal, hast du hier dunkle, beziehungsweise dunkle Trauben und helle Trauben in einem Gewinde. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe null Ahnung davon. Aber da hängen jede Menge Trauben dran an dem ganzen Weinberg hier. Und ich denke, der Mario, der kann demnächst auch seinen eigenen Wein machen von seinen eigenen Trauben. Und das will ich euch mal zeigen. Das fand ich nämlich ganz toll, dass man nach 3 Jahren schon so weit ist, dass man, ja, weil es ja hier so weit wie das Auge reicht. Ich versuche das gleich mal einzufangen. Dann stelle ich mich mal oben da hinten aufs Mäuer schon und versuche mal einzufangen, wie hoch, beziehungsweise wie breit und wie bewachsen das hier ist. Was mich hier immer wieder fasziniert, ist diese Aussicht da hinten. Das sind nämlich nicht irgendwelche Inseln, sondern das sind die Kornaten. Ja? Also die bräunlichen Berge ganz am Schluss sind die Kornaten. Die sind circa 10, 12 Kilometer weg. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, das ist das einzige Naturschutzgebiet, was im Wasser liegt, was es in Europa gibt. Es gibt viele Naturschutzgebiete, aber es gibt nur ein einziges, was im Wasser liegt. Und das sind die Kornaten, die können auch von hier aus gucken. Also, wer da vorne, schwenkt mal rüber, hier an dem oder auf der Terrasse von dem Chalet sitzt, ja, und grillt oder isst zu Abend, trinkt eine Flasche Wein dazu oder tut sonst was Schönes, der kann hier ständig auf die Kornaten schauen. Ich persönlich finde das sehr schön. Und jetzt gehen wir mal hoch und zeigen mal den Weinberg von oben. So, ich bin jetzt mal hier so ein bisschen hochgegangen. Das ist schon ziemlich anstrengend, weil es ziemlich steil ist, ne? Dort heißt das ja auch Weinberg. Ja, guck mal hier, alles in die Felsen reingearbeitet, das Ganze. Ja, hier, das sind alles Reben. Ja, und ich schwenke jetzt nochmal rüber. Hier vorne steht so ein Hauptgebiet, nenne ich das jetzt mal. Guck mal, wie viele Trauben da dran hängen. Warte, ich hole das mal eben näher ran. Ja, also wer hier mal Ahnung hat, der schreibt mir hier mal in die Kommentare. Ja, guck mal, aber ich finde, von vor 3 Jahren, da wuchs hier gar nichts, bis auf ein paar Stängel, die da aus der Erde kamen. Ja, und jetzt hier jede Menge Trauben da. Ja, also kann sich sehen lassen, finde ich. Und das Ganze, genau, und das Ganze hier in dem steinigen Boden. Ja, aber ich denke, die wachsen auch deswegen so gut, wegen der Aussicht hier. Ne? Guck mal, ich würde hier auch gut wachsen. Guck dir das an. Da kommt ein Motorboot. Mal schauen, ob wir den rangeholt kriegen. Ja, Kroatien ist schon ein schönes Land und ja, ich bin auch in diesem Film wieder ganz alleine. Ja, hier sind jetzt gerade gefühlt 2 Autos vorbeigefahren auf einer Hauptverkehrsstraße. Also es ist wirklich wenig Betrieb, wenig Leute sind überhaupt draußen. Ja, hier im Weinberg ist sowieso nichts los. Solche Dinge kann man natürlich risikofrei machen. Ja, und das Haupt, also die Haupt,
die Hauptzeit oder die Zeit, wo man mit vielen Leuten zusammenkommt, ist, wenn man einkaufen geht. Aber das ist in Deutschland auch so. Da trägt jeder Maske, habe ich im letzten Film auch schon mal erwähnt. Da kommt ein Bus. Ja, also das ist wirklich hier der absolute Wahnsinn. So, ich gehe noch mal an eine andere Ecke jetzt und schau noch mal aufs Meer. Weil hier kann man nämlich von jeder Ecke schön aufs Meer gucken und hat dann einen super Ausblick. Ich wollte noch mal eingehen hier auf das Chalet von Mario und seiner Frau. Die vermieten das. Das ist auch das Einzige, was hier oben steht. Also es gibt nur dieses eine Chalet hier. Das können wir mieten. Das ist auch Wochen und Monate im Voraus ausgebucht. Da solltet ihr euch übereilen, ja, wenn ihr da mal hier auf dieser Terrasse sitzen wollt. Ich gehe hier mal hoch. Ja, wer hier mal auf dieser Terrasse sitzen möchte. Das Chalet hat ein kleines Zimmer und ein Schlafzimmer und natürlich ein Bad. Und diese Aussicht hier genießen möchte, ja, der sollte hier mal anrufen. Ich blende euch mal die Telefonnummer ein. Da gibt es für nächstes Jahr mit Sicherheit noch ein paar Termine frei. Aber wie gesagt, das ist immer sehr begehrt, das Ding. Hier gibt es auch eine Klimaanlage. Das soll wahrscheinlich noch ein Grill werden, so wie ich Mario kenne. Ja, ja, und dann bist du hier mitten im Weinberg ganz alleine mit dieser Aussicht. Ja, und wenn man dann schon mal am Weinberg ist, kann man natürlich auch noch auf die Promenade von Drage fahren. Hier wird zwar jetzt ein bisschen umgebaut, aber hier der Hafen von Ivan bzw. Frane, ja, hier das Bistro Frane, hier mein Motorroller. So, da bekommen wir gerade ein Getränk. Ja, und ja, da hinten läuft eine Person rum. Ich wollte das nochmal zeigen. Das ist Mittagszeit jetzt. Ne? Mittagszeit, Essen. Ja, hier ist niemand, außer wir. Na, ich dachte, wir würden hier mal ein paar Leute treffen. Naja, dann müssen wir die kühlen Getränke jetzt alleine zu uns nehmen. Naja, in der Not geht das natürlich auch. Bei der Aussicht. Ja, das war mein kleiner Videobeitrag über den neuen Weinberg von Mario hier aus Kroatien. Vor der Kulisse im Hintergrund mache ich natürlich ganz gerne an der Abmoderation. Lasst ein Abo da, damit ihr hier nichts verpasst. Es ist vollkommen risikofrei hier rumzulaufen. Ja, ich wollte das nochmal sagen. Wir meiden auch größere Ansammlungen, haben aber auch noch gar keine entdeckt. Insofern alles gut. Ich werde das in den nächsten Filmen auch nochmal sagen oder auch zeigen. Ja, wenn ihr noch Urlaub habt, ja, habt noch eine gute Zeit, gönnt euch was, esst was Schönes, trinkt was Schönes und ja, bis zum nächsten Mal. Wie immer alles Gute für euch, euer Guido von GNS TV.